Mein Name ist Adrian Knob, komme vom VfL Osterspey, meine Position ist Stürmer und ich habe die Rücknummer 15. Herr Adrian, schön, dass du die Zeit genommen hast. Mit 27 Jahren Profifußballer, ist dein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen? Ja, kann man schon sagen, ja. Ich habe es mir eigentlich nicht gedacht, dass ich das nochmal erleben darf. Unter den Bedingungen zu trainieren, zu spielen und ja, jeden Tag mit den Jungs, dann dich selber auch und ein Team zu arbeiten. Ja, aber es hat sich ja schon mal so ein bisschen bei dir angedeutet. Ne? Vergangene Saison hast du unfassbare 50 Tore für die VfL Osterspey, klar in der Kreisliga A geschossen. Aber ich meine, wer 50 Tore, egal in welcher Liga schießt, zeigt damit, dass er definitiv überqualifiziert ist. Wie lange war es dir eigentlich klar, dass du eigentlich wusstest, okay, Kreisliga A, das ist nicht mein Limit? Ja, wir haben ja über Jahre mit dem VfL Osterspey auch überkreis gespielt, sprich Bezirksliga. Und habe damals auch immer gesagt, solange wir Bezirksliga spielen, ja, verlasse ich meinen Heimatverein nicht, bleibe bei meinen Jungs, bei meinen Freunden, spiele mit denen zusammen Fußball. Und ja, dann sind wir in die A-Klasse abgestiegen, bin nochmal ein Jahr geblieben und dann habe ich die Möglichkeit hier bei der TuS Koblenz bekommen und habe die Chance ergriffen. Wie ist der Kontakt zur TuS zustande gekommen? Ja, über Umwege, über so Dinge muss man ja nicht unbedingt jetzt sprechen, aber am Ende hat ja, Arnel mir die Chance gegeben, ja, und ich habe sie dann angenommen. Eindrucksvoll mit, ich glaube, 3 Treffern in den Testspielen, wenn ich mich nicht täusche, richtig? In einem Spiel waren es 3, ja. In einem Spiel waren es 3 und dann waren es nochmal mehr, ne? Ja, ja, genau. Genau. Ja, wie fiel dir eigentlich die Umstellung so zum Profifußball? Ist das was Krasses, dass du dann auf einmal fast jeden Tag am Trainieren bist, dass du jeden Tag mit den Jungs unterwegs bist, dass die Auswärtsreisen tatsächlich auch nochmal ein Stückchen weiter sind? Oder sagst du, ja, so groß ist der Unterschied gar nicht? Klar, der Unterschied ist groß. Am Anfang ist mir die Umstellung schwer gefallen, aber mittlerweile bin ich ganz gut drin, glaube ich. Mit den Trainingseinheiten da mitzuhalten und ja, quasi auch jeden Tag an sich zu arbeiten, um ja, am nächsten Tag quasi besser zu sein wie heute. Ja, nicht nur in den Trainingseinheiten hast du schon eindrucksvoll bewiesen, dass du mithalten kannst. Ja, auch im ersten Spieltag gegen den FC Hertha Wiesbach hast du innerhalb einer halben Stunde direkt dein Können unter Beweis gestellt mit einem klasse Kopfballtreffer und dann noch einer tollen Vorlage auf Amadou Abdoulaye. Hattest du dir eigentlich so einen Einstand irgendwie nur erträumen können? Nein, definitiv nicht. Ja, ich habe einfach mal im ersten Spiel darauf gehofft, dass der Trainer mich überhaupt einwechselt, mir die Chance gibt, mich zu zeigen. Dann hat er mir die Chance gegeben und ich habe einfach von Anfang an mir gedacht, ich will es unbedingt nutzen. Und dann ist das eins zum anderen gekommen und ja, lief dann am Ende ganz gut. Ja, ja, Arnel Çakar gilt ja generell als ein Trainer, der unerfahrene Spieler oder auch junge Spieler fördert. Bei dir ist das Ganze ja so ein bisschen ein leicht anderer Prozess. Du bist ja tatsächlich schon 27 Jahre alt und hast halt so spät den Sprung aus der Kreisliga gemacht. Aber bringt dann nochmal so ein Trainer wie Arnel Çakar, der selbst ja schon im Champions-League-Finale zumindest auf der Bank saß, bringt er dich dann nochmal einen Riesenschritt weiter? Oder sagst du, ja, eigentlich bin ich routiniert genug, um meine Abläufe zu kennen? Ja, definitiv bringt der Trainer mich weiter. Allein schon, wenn ich nur einen Zentimeter zu weit links stehe, stellt er mich in der nächsten Aktion einen Zentimeter weiter nach rechts und die Aktion wird am Ende besser. Das sind so Kleinigkeiten, wo er mich Tag für Tag verbessert. Und natürlich wird da draußen ein Gesamtpaket, was einen allgemein verbessert, dann im späteren Zeitpunkt, ja. Hast du dir schon persönlich irgendwelche Ziele für die neue Saison gesetzt, was die Mannschaft angeht, was aber auch deine persönliche Leistung angeht? Meine persönlichen Leistungen eher noch nicht. Ich habe natürlich viel mit der Mannschaft vor. Wenn der Trainer mir das Vertrauen gibt, mich einwechselt oder von Anfang an spielen lässt, möchte ich natürlich das Vertrauen ihm zurückgeben und der Mannschaft weiterhelfen. Das ist ja natürlich ganz klar. Das sind meine persönlichen Ziele, ja. So, jetzt kleine Frage-Antwort-Runde. Was gefällt dir besser? Knopser oder Knipser? Knipser. Aufstieg oder Pokalsieg? Beides. Gute Antwort. TuS Koblenz oder VfL Osterspey? Auch beides. Auch gute Antwort. Linker Fuß oder rechter Fuß? Rechts. Was ist dein Lieblingsessen? Schnitzelpommes. Habe ich heute gegessen. Was ist dein Lieblingsspieler? Miro Klose. Auch dein Vorbild? Ja. Und deine Lieblingsmannschaft? Fernab der TuS natürlich. Bayern München. So, unsere Fans hast du ja auch schon mittlerweile mitbekommen. Das ist ja so ein bisschen diese abschließende Frage, die wir mal jedem Spieler stellen. Was bedeuten die Fans für dich als Spieler? Pusht das dann nochmal einen zusätzlich? Gerne kannst du auch nochmal das Mikrofon jetzt einfach mal in die Hand nehmen und den Fans so eine kleine persönliche Botschaft mitnehmen. Ich trete mal aus dem Bild. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Allein in Wiesbach, als ich eingewechselt wurde, wie die Fans einen unterstützen und motivieren. Das ist unglaublich, wie das einen pusht.
ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ja, das ist unglaublich, ja, habe ich vorher nie erlebt, ja, und ja, macht weiter so, gell, Dankeschön, Jungs. Danke auch, Adrian Knob, vielen Dank, mach's gut, danke.